Death Note. Folge 1. Mustererkennung. Das ist faul. Postmodern, Postwahrheit, Postgerechtigkeit. Tag ein, Tag aus dieselben Lügen in ständiger Wiederholung. Killer kommen mit Mord davon, Drogenhändler verticken Gift an Kinder. Die Welt versinkt in ihrem eigenen Müll. Diese Welt ist mit Korruption infiziert. Ich bin die Heilung. Ich bin der... Ich bin der Chirurg, der den Krebs herausschneidet. Ich bin der... Ich komme gleich, Mama! Redest du wieder mit deinen Freunden im Internet? Schon gut, Mama. Ich komme. Beeile dich, oder es wird kalt. SWAT-Team einsatzbereit. Over. Verstanden. Position halten. Kommen Sie, Chef. Geben Sie uns grünes Licht. Halten Sie Ihre Position, Matsuda. Wir warten auf die Scharfschützen. Kriegen wir den Hubschrauber von Sakura TV weg. Das wird ihm Angst einjagen. Ich kann reingucken. Der Gang ist leer. Wir kommen ungesehen rein, wenn wir jetzt losgehen. Over. Chef, haben die Scharfschützen das Ziel im Visier? Negativ. Sie sehen das Ziel überhaupt nicht. Los jetzt! Da sind Kinder drin! Die Schule ist noch still, Herr Otohana. Sie können es sich leichter machen, wenn Sie die Kinder gehen lassen. Ich kann es dir leichter machen. Mit einer Kugel. Wir sind bereit, die Tür aufzubrechen, Chef. Er plant, wie leicht die Geiseln zu töten. Over. Die TV-Kameras nehmen jedes Bild mit. Wir gehen hier nach Vorschrift vor. Kommen Sie. Jetzt oder nie. Okay, Männer. Grünes Licht. Los, los, los. Los jetzt. Wir sind drin. Waffen entsichert. Was sehen Sie? Der Flur ist leer. Weder Kinder noch der Schütze. Klassenzimmer 1 ist leer. Vermutlich hätte die Kinder zusammengetrieben. Wir hören nichts, Boss. Klassenzimmer 2 ist leer. Die Küche auch. Feuerfrei, wenn Sie die Gelegenheit für einen sauberen Schuss bekommen. Essensraum ist gesichert. Ich habe die Geiseln. Alle. Bitte was? Alle Geiseln sind sicher. Sie passen auf die Kinder auf, Sergeant. Bleibt nur die Toilette. Er muss da drin sein. Wenn die Geiseln außer Gefahr sind, rauskommt und um sich schießt, lasse ich es nicht drauf ankommen. Lebt, Detective. Die Toiletten. 3, 2... Waffe runter! Keine Bewegung! Nicht schießen! Wir sind bewaffnet! Keine Bewegung! Was geht da vor? Bericht. Oh, wow. Tatort gesichert. Waffen sichern. Chef, wir brauchen einen Sanitäter hier. Fühl den Puls. Hat er Puls? Chef, streichen Sie den Sani. Nur ein Leichensack. Der Papierkram wird die reinste Hölle werden. Jeder Mensch, dessen Name in dieses Buch geschrieben wird, stirbt. Bestimmt man eine Todesursache, hat man nach irdischem Maßstab weitere 6 Minuten und 40 Sekunden Zeit, um die genauen Umstände des Todes zu notieren. Verzichtet man auf eine Todesursache, stirbt das Opfer an Herzversagen. Wird die Todesursache innerhalb von 40 Sekunden nach dem Schreiben des Namens notiert, wird es so passieren. Dieses Buch zeigt keine Wirkung, solange sein Nutzer nicht das Gesicht des Betroffenen vor Augen hat, während er dessen Namen schreibt. Deshalb können nie 2 Menschen gleichzeitig betroffen sein. Gleich.
weit bist du, das Schaff? Ich bin zu Hause. Und? Hast du was für mich? Hier. Schauen wir mal. Oh, Leid. Wieder erstklassige Noten. Yep. Diese Probeklausuren sind landesweit dieselben. Du wirst diese Tests im Blindflug bestehen. Mein Sohn auf dem College. Leid? Ich muss weiterlernen, Mama. Den letzten beißen die Hunde. Und damit kommen wir noch einmal zu der Schule in Shinjuku, wo der arbeitslose Landstreicher Kuro Otoharada am gestrigen Tag wahllos 6 Menschen getötet oder verwundet hat. Die Auseinandersetzung drohte bereits in die zweite Nacht zu gehen, als die Polizei vor wenigen Augenblicken das Gebäude gestürmt hat. Wir schalten jetzt live zu unserer Reporterin Noriko Takai. Noriko? Danke, Mitch. Vor 10 Minuten haben die Spezialkräfte der Polizei das Gebäude betreten und sind mit leeren Händen zurückgekehrt. Detective Matsuda! Mr. Matsuda! Bitte, keine Kameras! Warum haben Sie den Krankenwagen wieder abbestellt? Wir werden in Kürze eine Pressekonferenz geben. Hat sich der Schütze der Polizei gestellt? Nein. Nein, er ist tot. Können Sie das bitte wiederholen? Er ist offenbar einem Herzschlag erlegen. War der Einsatz der Polizei verhältnismäßig? Er war schon tot, als wir zu ihm rein sind. Wie vom Blitz gefällt sozusagen. Das ist alles? Ja, das ist alles. An alle, die es interessiert, wenn ihr das hier lest, ist etwas schiefgelaufen. Wenn ihr das hier lest, bin ich vielleicht sogar tot. In diesem Fall, liebes Ich, lieber Light Yagami, hier spricht dein jüngeres Ich. Solltest du alles vergessen haben, kann ich mir gut vorstellen, dass diese Geschichte schwer zu glauben sein wird. Dabei stimmt jedes Wort. Ja? Du hast ein Notizbuch auf dem Schulhof gefunden. Ja, es hat behauptet, es besäße die Macht, jedem den Tod zu bringen, den du darin benennst. Und ja, du hast darüber gelacht. Du dachtest an einen dummen Jungenstreich. Aber du konntest nicht widerstehen, habe ich recht? Du hast den Namen dieses Schützen aus der Geiselnahme an dieser Schule aufgeschrieben und dann ist er gestorben. Aber das hätte auch nur ein Zufall sein können. Also hast du es erneut versucht. Und was du gesehen hast, hat dir Angst gemacht. Aber du hast im selben Moment auch begriffen, was du da hast. Also bist du nach Hause gerannt und hoch in dein Zimmer. Und die Bestätigung hat dort bereits auf dich gewartet. Mit seinen Klauen. Und den glühenden Teufelsaugen. Es funktioniert. Das Notizbuch funktioniert. Natürlich tut es das. Wer bist du? Was machst du hier in meinem Schlafzimmer? Mein Name ist Ryuk. Hocherfreut, dich kennenzulernen. Du bist ein... Warum so überrascht, mich zu sehen? Du spielst lange genug mit meinem Notizbuch herum. Du bist echt... Natürlich bin ich echt. Du kriegst keinen Tod ohne einen Todesgott. Und ein Todesgott muss Rechenschaft ablegen. Es ist nur... Ich hab nicht etwas so... Dämonisches erwartet. Ich bin getroffen. Ich bin für einen Bewohner der Unterwelt schon ein ziemlicher Fang. Ich könnte ein Sexgott sein, wenn ich mit dem Tod nicht so gut wäre. Und keine Angst vor den Klauen. Ein Todesgott. Nun... Ich bin nicht überrascht. Dir ist das Herz in die Hose gerutscht. Ich meine, irgendein Grund musste es ja geben. Tatsächlich? Nicht, dass ich bezweifelt hätte, dieses Buch gehöre einem Todesgott. Aber da ich die Dinge mit eigenen Augen gesehen habe, erscheint es mir noch eindeutiger. Jetzt bist du also hier. Was passiert jetzt? Raubst du mir jetzt meine Seele? Seele rauben? Du hast zu viele Horrorgeschichten gelesen, mein Junge. In dem Moment, in dem ein Death Note in der Menschenwelt landet, gehört es in die Menschenwelt. Es ist jetzt deins. Meins? Gib es einfach keinem anderen Menschen. Tust du das, wirst du alles vergessen, was mit der Existenz des Death Note zusammenhängt. Auch, dass du mich jemals gesehen hast. Light, möchtest du vielleicht ein paar Äpfel, während du dich ausruhst? Mama, du sollst klopfen. Äpfel? Die Nachbarn haben uns eine ganze Kiste gebracht. Ich weiß gar nicht, wie wir die alle essen sollen.
Also, hau rein. Danke, Mama. Gerne, mein Schatz. Sie hat dich nicht gesehen. Niemand kann mich sehen. Nicht solange sie nicht die Seiten des Death Note berühren. Mich hört auch niemand. Ich bin dein kleines Geheimnis. Unglaublich. Das Death Note ist ein unsichtbares Band zwischen Light, dem Menschen, und Ryuk, dem Todesgott. Diese Äpfel sind köstlich. Es kostet mich also nichts, es zu benutzen? Eigentlich nicht, nein. Es sei denn, du berücksichtigst den Terror und die Qualen, die du erleben wirst. Ah. Und wenn du stirbst, werde ich derjenige sein, der deinen Namen aufschreibt. Ich denke nicht, dass ein Mensch, der das Death Note verwendet, jemals Himmel oder Hölle zu Gesicht bekommt. So, also, was passiert mit mir? Das wirst du herausfinden, wenn du stirbst. Eine Frage noch. Warum wurde ich erwählt? Erwählt? Du? Schmeichel dir nicht zu sehr. Ich habe das Death Note fallen gelassen. Es ist durch Zufall hier gelandet. Und du hast es durch Zufall aufgehoben. Du gehst fehl in der Annahme, hier sei ein großer Plan am Werk. Aber du hast es gar nicht richtig verloren. Was? Warum stehen dann Anweisungen drin, wenn du nicht geplant hast, es fallen zu lassen? Du hast ein schnelles Köpfchen, gute Deduktion. Du solltest Detektiv werden. Ich habe dir eine Frage gestellt. Weil mir langweilig war, okay? Du hast ja keine Ahnung, was es dieser Tage heißt, ein Todesgott zu sein. Die anderen hängen nur rum oder vertreiben sich die Zeit mit Glücksspiel. Wenn wir Namen in das Buch schreiben, lachen sie sich kaputt. Wir würden zu hart arbeiten. Ich dachte mir, ich habe vielleicht ein bisschen Spaß. Mir war auch langweilig. Als ich das Notizbuch fand, dachte ich zuerst an einen dummen Streich, aber dann wollte ich es doch ausprobieren. Nur einmal. Einfach so? Ich habe mich gefragt, wenn jemand stirbt, macht mich das zu einem Mörder? Natürlich tut es das. Aber was ist, wenn ich jemanden aussuche, der es verdient hat, getötet zu werden? Den niemand vermissen würde. Dessen Tod andere Menschen das Leben rettet. Jemanden, der in keiner Weise zu mir zurückverfolgt werden kann. Aber wenn er keine Verbindung zu dir hat, wie kannst du dann wissen, dass der Fluch gewirkt hat? Ah. Fernsehen. Wir leben in spannenden Zeiten. Das kannst du laut sagen. Ich meine, wenn du das Buch in jeder anderen Zeit unserer Vergangenheit hättest fallen lassen, wäre es unmöglich gewesen, seine volle Kraft zu entfalten. Aber ich habe Internet. Ich kann mich auf der ganzen Welt herumtreiben, ohne auch nur mein Zimmer zu verlassen. Und alles, was ich brauche, ist ein Name und ein Gesicht. Also hast du den Namen dieses Geiselnehmers aufgeschrieben? Ich hatte seinen Namen. Ich wusste, dass er nichts Gutes im Schilde führt. Und ich weiß, wie es für die Polizei ist in einer solchen Situation. Das endet selten gut. Also dachtest du, hilfst du der Polizei ein bisschen? Mhm. Ich habe geschrieben, dass er einfach umfällt und an einer Herzattacke stirbt. Und das ist geschehen. Auf die Sekunde. Nun, das weiß ich nicht. Ich war ja nicht vor Ort. Aber das Fernsehen hat kurz darauf davon berichtet. Hätte natürlich auch ein Zufall sein können. Sagt der 2 Meter große Dämon in meinem Zimmer. Aber du hast mich ja schon erwartet. Nun, meine Beweisführung ist abgeschlossen, nicht wahr? Du hast noch jemand anderen getötet? Oh, du bist mein Mann. Wer war es? Ein Lehrer, der dich geärgert hat? Der Schläger, der dir immer Geld abknöpft? Ein Mädchen, das über deine Gedichte gelacht hat? Ich habe mir gesagt, wenn dieses Ding, dieses Death Note wirklich funktioniert, dann liegt unfassbare Macht in meinen Händen. Ich muss das überprüfen, um ganz sicher zu gehen. Also bin ich rausgegangen, durch Shinjuku gelaufen, habe die Gegend beobachtet und habe eine ganze Menge Menschen gesehen, ohne die die Welt spielend auskäme. Ja, genau so ist die Welt. Was für ein widerlicher Ort. Talentsucher für Pornos. Mädchen, die Kunden in die Stripclubs locken. Touristen, die nur kommen, um sich zu ekeln. Hey, Baby! Hey, Babe! Du hast doch ein bisschen Spaß mit mir? Ganz sicher nicht. Mein Name ist Taku Shibuimaru. Für dich also Shibutaku. Komm schon, Mädel. Wie wär's? Lass mich allein. Und das war's. Man sieht es jeden Tag.
Ein Kerl, der kein Nein als Antwort akzeptiert. Und alles, was ich tun muss, seinen Namen in mein kleines Buch schreiben. Oh Mann, du wurdest observiert. Na, das muss schmerzen. Tief drin. Geht jemand anderes auf die Nerven? Takuo Shibuibaru. Hey, Baby. Sieh dir meinen Feuerstuhl an. Lust auf eine Spritztour? Taku, pass auf! Und das war mein Beweis, dass Death Note funktioniert. Menschen sind fantastisch. Du hast diesen Typen umgebracht, weil er mit einer Frau geflirtet hat. Sie wollte in Ruhe gelassen werden. Okay, Krieger sozialer Gerechtigkeit. Aber ist das nicht ein wenig streng? Diese Welt braucht eine strenge Hand. Diese Welt ist ein großer Misthaufen. Und ich war schon immer der Überzeugung, dass man jemand aufräumen muss. Mit diesem Buch hier wäre ich tatsächlich dazu in der Lage. Aber hast du auch den Mumm? Sieh dich doch an. Ich kann es in deinen Augen sehen. Du machst dir sogar selbst Angst. Nun, es sind Menschenleben, das stimmt. Es ist also nicht unbedingt leicht. Tu nicht so, als würde es dir mehr tun als denen. Behandle mich nicht so von oben herab. Du hast mir schließlich die Waffe überreicht. Und du wedelst nur damit herum. Es macht dir Angst. Wer hätte das nicht? Das ist nur natürlich. Du hast mir die Macht verliehen, Menschen das Leben zu nehmen. Und ja, vielleicht wird mich das auf irgendeine Art verändern. Aber hey, selbst wenn... Ich muss das einfach tun. Jemand muss es tun. Die Welt reinigen? Ich weiß, dass ich dieses Buch auch jemand anders geben könnte. All das hier zurücklassen und dir erlauben, meine Erinnerung auszuradieren. Aber wer sollte eine bessere Wahl sein? Ich bin der Einzige, der dazu imstande ist. Ich werde das Death Note verwenden, um eine bessere Welt zu erschaffen. Rätselhafte Berichte von mysteriösen Todesfällen in Haftanstalten. Strafgefangene sterben an Herzattacken. Bei mir im Studio sind nun der Anwalt für Zivilrecht, Taro Kawi, und Pater Fred O'Hanlon, der Internationalen Kirchenmission, die darin übereinstimmen, dass diese Todesfälle ausgesprochen besorgniserregend sind. Unabhängig vom Rücktritt des Vorsitzenden der staatlichen Strafvollzugsbehörde fordern verschiedene Interessengruppen auch den Rücktritt des Generalstaatsanwalts höchstpersönlich, wegen strafrelevanter Nachlässigkeit im Amt. Ich kann den Fall momentan nicht kommentieren. Allein die Catering-Firma, die für die Anstalt zuständig ist, hat den Leiter verklagt, weil ihnen angeblich ungerechtfertigt gekündigt wurde und wegen übler Nachrede. Ich zitiere, 1000 Gefangene essen dieselbe Mahlzeit, aber nur 3 sterben. Es kann also nichts mit der Versorgung der Gefangenen zu tun haben, sonst hätte es mehr Opfer geben müssen. Ich sag Ihnen, Jerry, es ist der Wille Gottes. Es ist die einzige Erklärung. Er sieht das Böse in diesen Menschen und er bringt sie zur Strecke. Und er spart uns damit vor allem Geld. Ich sage, tötet sie alle. Gott wird sie richten. Jason aus Hockley. Okay, Jason, du bist in der Leitung. Hören Sie mich? Ich meine, okay, wen kümmert es, wenn ein paar Mörder im Knast verrecken? Wer auch immer dafür verantwortlich ist, hat eine Medaille verdient. Aber das ist doch genau der Punkt, Jason. Wir wissen einfach nicht, wer es tut. Mach dir das keine Angst. Es würde mir Angst machen, wenn ich ein Mörder werde, Kumpel. Und was wäre, wenn du nur des Mordes angeklagt wärst? Ist dasselbe, oder? Ja, aber würdest du dir nicht einen fairen Prozess erhoffen? Was wäre im Fall eines Fehlurteils? Es gibt doch einen Grund dafür, dass dies Gerichte entscheiden. Und wir niemanden mehr am nächsten Baum aufknüpfen, wenn er zur Nacht ist. Ah, das ist doch Korinthenkackerei. Komm rein, Watari, komm rein. Ich dachte, ihr wärt vielleicht schon im Bett, Mr. L. Es ist schon spät. Kein Schlaf, nein, schlafe nicht. Kann nicht schlafen. Wie viel Kaffee habt ihr? Draußen läuft ein Killer frei herum, Watari. Das trifft immer zu, Mr. L. Nein, dies hier ist anders. Anders, verstehst du? Ich habe mir die Daten angeschaut. Sieh dir das an. Herzattacken schießen durch die Decke. Die Todesfälle unter Kriminellen? War das nicht was mit dem Essen? Es kann nicht das Essen sein, wenn es so ausgewählt und weltweit vonstatten geht. Diese Menschen können nicht alle mit derselben Dosis vergiftet worden sein. Was haben die Todesfälle gemein? Die einzige Verbindung scheint in der Tat, dass es sich um Kriminelle handelt. Ihr seid ein Meister in Mustererkennung, Mr. L.
Dafür seid ihr berühmt. Berühmt, ja. Wir müssen Kontakt zu Interpol aufnehmen. Ich habe mir die Daten angeschaut. Jemand tötet Kriminelle, dutzendfach. Wir müssen mit Interpol reden. Sie haben später am Tag ohnehin eine Konferenz angesetzt, Sir. Nun, morgen, nach Ihrer Zeit. Zeit? Zeitzonen, natürlich. Mr. L.? Werfen wir noch mal einen Blick auf die Daten. Wow, du warst beschäftigt. Eine ganze Menge Namen. Wie viele Seiten hast du schon voll? Ich kann mich erinnern, dass schon einmal Death Notes in der Menschenwelt gelandet sind. Aber noch niemand hat innerhalb von 5 Tagen so viele Menschen getötet. Warum nicht? Die meisten hätten vermutlich zu viel Angst. Es hat mir ein paar Albträume beschert. Ich habe kaum geschlafen und 10 Pfund verloren. Ich bin auf einer Mission, die brutalsten Verbrecher der Welt zu erledigen. Aber du hast nur ein einziges Mal den Tod näher beschrieben. Bei dem Typen mit dem Truck. Hast du überhaupt kein Fingerspitzengefühl? Die müssen doch nicht dramatisch sterben. Sie sollen einfach nur sterben. Und wenn ich es nicht näher beschreibe, beschränkt sich das Death Note auf Herzattacke. Niemand kann es zurückverfolgen. Ich habe die Zeitung gelesen. Es ist nicht mal mehr lustig. Nein. Irgendjemand wird es bemerken. Selbst ein Narr würde das Muster erkennen. Sie werden feststellen, dass jemand die ganz üblen Burschen im Visier hat. Ihnen ihre gerechte Strafe zukommen lässt. Gewagte Formulierung. Eine bessere Welt wird kommen, weil niemand mehr Verbrechen begehen wird. Und während die Menschen, die es verdienen, sterben wie die Fliegen, knöpfe ich mir danach die Unmoralischen vor. Die Ausbeuter. Ich werde jeden töten, der eine Gefahr für die Gesellschaft darstellt. Du bist die Gefahr, mein Junge. Arbeiten wir jetzt im Park, Mr. L.? Ich muss in Bewegung bleiben. Die WLAN-Hotspots wechseln. Ist das nicht ein wenig paranoid? Im Angesicht eines Killers, der aus der Ferne töten kann? Nein, das ist nur angemessen. Absolut angemessen. Watari, du musst einen Filter basteln. Etwas, um meine Stimme zu verzerren, über Telefon. Das ist schnell erledigt, Mr. L. Wir haben es mit einem Kriminellen zu tun, der Macht über identifizierbare Ziele besitzt, überall. Wenn ich also ein Mörder wäre, wie übe ich die Macht über den Tod aus? Wann sterben sie? Wann habe ich die Zeit und die Gelegenheit, sie zu töten? Vielleicht nach Feierabend? Vor dem Schlafengehen? Also... Ihr habt ein Muster in den Daten ausgemacht. Gehen wir von einem Zeitfenster aus. Sagen wir 4 Uhr nachmittags bis 2 Uhr nachts. Aber wessen Zeitzone? Das Phänomen existiert weltweit. Guck dir das an. 68% der Todesopfer sterben zwischen 4 Uhr nachmittags und 2 Uhr nachts in dieser Zeitzone. 10 Stunden vor der mittleren Greenwich-Zeit? Exakt. Er bringt die Menschen doch kaum im Schlaf um, oder? Demnach ist es wahrscheinlich, dass sich unser Killer in dieser Zeitzone aufhält. Aber was ist mit den anderen 32%, Mr. L? In der Tat, Watari. Wir müssen also auch Wochenenden berücksichtigen. Ruhetage, Ferien, wenn der Killer mehr Zeit zur Verfügung hat. Wir brauchen also die genaueren Kalenderdaten folgender Länder. Australien, Vladivostok und nun... Hier sind wirklich eine Menge Leute. Japan, Sir. Das Phänomen mag weltweit sein, aber das Netz zieht sich immer enger zu. Gentlemen, meine Damen. Dies dürfte wohl die seltsamste Sitzung sein, die ich je zusammengerufen habe. Interpol und die hochverehrten Regierungen haben Notfallpläne für Nuklearkriege, für Seuchen, sogar für den Erstkontakt mit Aliens. Aber in unseren Bedrohungsanalysen finden wir keine Vorlage für einen Fall wie diesen. Bei allem Respekt, werte Vorsitzende, ich weiß nicht einmal, was dies ist. Natürlich wissen Sie das. Allein Sie wollen es nicht zugeben. Wir stehen einem Massaker gegenüber. Nun, ein paar Gefangene sind gestorben.
Ich werde ganz sicher nicht, wie sagt man so schön, in Krokodilstränen ausbrechen. Wohl kaum ein paar, Clemenceau. Hunderte. Über den ganzen Globus verstreut, sodass wir einen konkreten Angriff per Gift oder Fernkampfwaffen wohl ausschließen können. Moment. Ich muss das wohl ernsthaft fragen. Gehen wir tatsächlich davon aus, dass jemand, ich weiß nicht, schwarze Magie oder Voodoo benutzt, um diese Menschen zu töten? Mehr oder weniger. Dann möchte ich, dass dies festgehalten wird. Interpol ist eine Organisation, die Verbrechen bekämpft. Als ich das letzte Mal nachgeschaut habe, war es nicht verboten, jemanden zu verfluchen. Weil Gesetze auf weltlichen Prinzipien beruhen. Wir richten abnormales Verhalten, kein paranormales. Oh, argumentiert wie eine lupenreine Juristin, werte Vorsitzende. In dem Fall werde ich das zu meinem Bedauern an die Rechtsabteilung weiterleiten. Ich bitte Sie, die meisten von Ihnen sind professionelle Profiler. Und diese Ereignisse folgen einem bestimmten Profil. Unabhängig von den Gesetzen der hier vertretenen Länder finden wir Dutzende Beweise für ein bestimmtes Muster. Mir ist es gleich, ob Sie es Voodoo nennen oder irgendeine Seuche, die nur Kriminelle befällt. Aber wir sind mit einer Krise konfrontiert und diese Krise hat eine Ursache. Liebe Frau Virilio, ich sehe schlichtweg nicht, welche Position wir hier einnehmen sollten. Werte Freunde und Kollegen, wir können nicht ausharren, bis die Regierungen religiöse Debatten vom Zaun brechen, geschweige denn auf neue Gesetze warten. Jemand oder etwas ist für diese Todesfälle verantwortlich. Und das in globalem Maßstab. Es sind einfach zu viele, um noch von Zufall sprechen zu können. Und ich fürchte, dass die Dunkelziffer noch viel höher liegt. Ich wüsste nicht, welche Einheiten wir mobilisieren müssten, um etwas ausfindig zu machen, was nicht existiert. Flugzeugentführung hat auch nicht existiert, bevor die Luftfahrt nicht erfunden wurde. Cyberkriminalität nicht existent, bevor jemand den Computer erfunden hat. Identitätsdiebstahl, Organhandel. Alles Verbrechen, die sich unsere Vorgänger in ihren schlimmsten Träumen nicht ausgemalt haben, weil ihre Existenz untrennbar mit den entsprechenden Technologien verknüpft ist. Meine Güte, Clem. Ich sage Ihnen, meine Herrschaften, diese Toten sind ein unwiderlegbarer Beweis. Wir wissen nur noch nicht, wofür. Ich meine, ich liebe es. Verstehe mich nicht falsch. Ich bin ein Todesgott und du bist mein strebsamer Praktikant sozusagen. Kannst du nicht, einfach. Ich werde einfach tun, wonach mir ist. Du kannst meinen Namen nicht in mein eigenes Buch schreiben. Ich bin quasi das einzige Lebewesen auf diesem Planeten, das einigermaßen sicher vor dir ist. Genau deshalb frage ich ja, wann ist Schluss? Ich schau dich an, aufgeplustert vor lauter Bedeutung. Wie du die Mörder umbringst, die Vergewaltiger, die Serienkiller. Du hast dich selbst zum obersten Scharfrichter erklärt. Jemand muss es doch tun. Jemand muss hier aufräumen. Und was passiert, wenn du mit den Killern durch bist? Steuerhinterzieher? Bei Rot über die Straße gehe? Zwei Friseure prügeln sich in einer Bar? Wo ziehst du die Linie, hinter der die Welt sauber ist? Lass mich dir eins sagen. Diese Welt war schon immer ein Drecksloch. Ich weiß es, wenn es soweit ist. Oder wenn dich jemand aufhält. Ach komm, wer soll mich denn finden? Ja, Jim? Wir glauben, es handelt sich hier um eine groß angelegte Massenhinrichtung. Durchgeführt von einer mächtigen Organisation. Oh, wer denn? Die CIA? Ich habe Unterlagen mit dem Sicherheitslevel streng vertraulich. Die Vereinigten Staaten haben nichts damit zu tun. Wir brauchen eine internationale Taskforce. Wenn es stimmt, was Sie sagen, werte Vorsitzende, und ein unbekannter Agent steckt dahinter, dann untergräbt das die Autorität der Polizei wie der Justiz. Wir haben Gefangene im Todestrakt, deren Strafe vollzogen wird, noch vor einem offiziellen Beschluss, geschweige denn einer Begnadigung. Aber auf den Totenscheinen steht Herzattacke oder Todesursache unbekannt. Wir können noch immer nicht sagen, ob es Mord oder Zufall war. Wie sollen wir einen Mörder finden, wenn die Todesursache Herzattacke lautet? Mit einem Messer in der Brust wäre es einfacher. Warum stimmen wir nicht ab? Oberinspektor Yagami? Vielen Dank, werte Vorsitzende. Ich denke, dass wir keine Wahl haben. Dies ist ein Fall für L. Oh, ein Mysterium zur Lösung des Mysteriums. Wer ist L? Niemand kennt seinen wahren Namen oder seinen Aufenthaltsort oder auch nur, wie er aussieht. Aber er ist der beste Ermittler, den wir haben. Er hat schon unzählige Fälle aufgeklärt. Er ist sozusagen unsere Trumpfkarte, unser Ass im Ärmel.
Er ist einfach nur schräg. Sie haben es selbst gesagt. Dieser Fall entzieht sich jeder Kategorisierung. Aber Al wird nur mitspielen, wenn es ihn interessiert. Und wir wissen überhaupt nicht, wie wir mit ihm in Kontakt treten können. Al ist längst an dem Fall dran. Er ermittelt bereits seit einigen Tagen. Mr. Watari, warum wurde mir nicht mitgeteilt, dass Sie... Ich teile es Ihnen jetzt mit, werte Vorsitzende. Ich bitte um Ruhe. Ich habe eine Nachricht auf diesem Laptop. Guten Abend. Sie dürfen mich gerne Al nennen. Der Fall, dem wir gegenüberstehen, ist beispiellos in Umfang und Rätselhaftigkeit. Ein monströses Verbrechen, ein Massenmord, dem wir Einhalt gebieten müssen. Um dies zu erreichen, verlange ich volle Kooperationsbereitschaft aller Polizeikräfte weltweit, hergestellt durch ein Verdikt der heutigen Sitzung, der Sie gerade beiwohnen. Wir stehen dem gefährlichsten Widersacher unserer Karriere gegenüber, mit der Schlagkraft einer globalen Seuche. Aber ich versichere Ihnen, Ladies und Gentlemen, dass uns bereits alle Ressourcen zur Verfügung stehen, die wir benötigen, um diesen Verbrecher zu finden und ihn der gerechten Strafe zuzuführen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis dieser Killer einen Fehler begehen wird. Tatsächlich, so glaube ich, ist dies längst passiert. Wir befinden uns in wahrhaft interessanten Zeiten, während die unerklärlichen Todesfälle sich unvermindert fortsetzen. Was zunächst wie ein grausamer Zufall aussah, entwickelt sich immer mehr zu einer Epidemie. Tut Buße, denn der Tag ist gekommen. So steht es in der Schrift, Deuteronomium Kapitel 32, die Rache ist mein. Ich will vergelten. Zu seiner Zeit soll ihr Fuß gleiten, denn die Zeit ihres Unglücks ist nahe. Und was über sie kommen soll, eilt herzu. Ich aber sage euch. Hey Leute, ich sag's ganz ehrlich, ich geb's ganz ehrlich zu, ich hänge wirklich nur die ganze Zeit am Fernseher. All diese Psychopathen, die einfach tot umfallen. Leute, ich geb's ganz ehrlich zu, es macht mir auch ein ganz bisschen Angst. Und ist irgendwie auch ganz schön heftig, oder? Na klar, aber tief drin in mir, wisst ihr, da warte ich auf den Todesengel und frage mich die ganze Zeit, ey, wann holt er endlich mal meine Frau? Und ich frage mich, wenn alle Kriminellen beseitigt sind, wirklich alle, ja, wer stellt dann noch die Regierung? Leute, ich stünde ja bereit, das wisst ihr. Ich habe allerdings als Student mal ein bisschen Gras geraucht. Ja, gib's zu. Ich fürchte, damit stehe ich auch auf der Liste, oder? Ich habe natürlich nicht inhaliert. Trotzdem. Aus allen Verschwörungstheorien, die momentan im Umlauf sind, besticht die mit dem meisten Zulauf vor allem durch ihren religiösen Charakter. Webseiten und Hashtags benennen immer häufiger Kira den Erlöser, einen, und ich zitiere wörtlich, Boten aus der Hölle, der sich vom Übel in der Welt nicht kleinkriegen. Hey, ich guck das gerade. Stell den Ton wieder an. Sie gehen davon aus, dass Kira männlich ist. Wie sexistisch. Ich recherchiere das gerade. Kira? So nennen die mich? Schon jetzt über 1 Million Treffer. Glaubst du das? Nein. Das ist nur die erste Seite, sieh nur. Das geht immer so weiter. Kira, was soll das sein? Meinen Sie vielleicht Killer? Warum kriegen Sie das nicht korrekt buchstabiert? Viele japanische Webseiten. Big in Japan. Vertauscht ihr nicht immer L und R? Aber Glückwunsch zum weltweiten Ruhm. Sieh dir das an. In den Medienberichten ist nach wie vor nur von Todesfällen unter Strafgefangenen die Rede, aber auf der ganzen Welt sprechen die Menschen vom Urteil des Gerechten. So sind die Menschen halt, Ryuk. In jeder Diskussion über die Todesstrafe an der Schule geben sie sich scheinheilig. Nein, man darf niemanden töten. Aber so wie hier denken sie wirklich. Das geht noch weiter. Jene mit reinem Gewissen jubeln Kira aus tiefstem Herzen zu. Während die Schuldigen in Angst erstarren, in Erwartung, dass die Gerechtigkeit ihr Opfer fordert. Das ist großartig.
Es passiert genau das, was ich vorausgesehen habe. Dreh den Ton wieder auf. Guck hin. Unterbrechen wir unser Programm für eine Live-Übertragung. Direkt aus der Zentrale von Interpol. Zum Phänomen Kira. Danke sehr. Mein Name ist Lind L. Taylor, besser bekannt auch als L. Die einzige Person, die in der Lage ist, die Polizeikräfte weltweit in Bewegung zu versetzen. Die Kriminellen sind zum Ziel eines... Die Übertragung läuft, Chef. Hoffentlich mit den erhofften Resultaten. Das ist also der berühmte L. Ich habe dieses Gesicht noch nie gesehen. Niemand hat das. Wenn er für diese Übertragung seine Tarnung aufgibt, muss er sich sehr sicher sein. Keine Ahnung. Ich habe ihn mir irgendwie souveräner vorgestellt. Nicht einfach von Karten ablesen. Lynn Taylor? Ich sagte doch, der Kerl ist ein wenig sonderlich. Man sollte ihm seine Marotten nachsehen. Lynn Taylor, ich kenne diesen Mann. Er ist doch nicht fertig. Aus Sicht der Strafverfolger scheint es, als würde der Täter Magie benutzen. Und ja, wir vermuten, dass der Täter männlich ist. Kira, wir haben eine ziemlich genaue Vorstellung von dem, was du tust. Aber was du Chef. Tust... Da stimmt etwas nicht. Mund halten, Matsuda. Wir müssen das sehen. Das tue ich, Chef. Deswegen weiß ich jetzt auch, wer Lynn Taylor ist. Er hat das gerade gesagt, wer er ist. Nein, er hat es abgelesen. Das ist nicht dasselbe. Haben Sie nicht irgendeinen Bericht zu schreiben? Chef, der legt uns rein. Lynn Taylor ist... Lynn Taylor wird sterben. Echt? Nur weil er dich festnehmen möchte? Ich kann nicht zulassen, dass er meiner Mission im Weg steht. Kollateralschaden, bedauerlicherweise. Du tötest also auch Unschuldige? Ich bin im Recht. Ich bin hier der Held, der die Menschen befreit. Ich bin der Erlöser, der eine perfekte, neue Weltordnung erschafft. Diejenigen, die mich aufzuhalten versuchen, die sind die Bösen. Gib mir das Notizbuch. Schnell! Achte darauf, dass du den Namen auch richtig schreibst. Du bist dermaßen dumm, Lind. Wenn du auch nur ein wenig schlauer gewesen wärst, hätte das hier wirklich interessant werden können. Jetzt werden wir ja sehen, was denen passiert, die sich Kira in den Weg stellen, während die ganze Welt zuschaut. Noch 10 Sekunden. 9, 8. Könnte jede Nation Hinrichtungen im Schnellverfahren durchführen, aber das würde uns alle zu Mördern machen. Hoppala, Herzattacke. Was zur Hölle? Warum redet er immer noch? Er sollte längst tot sein. Du hast gerade Lind L. Taylor getötet. Den Mann, den du im Fernsehen gesehen hast. Aber das war nicht ich. Er war ein zum Tode verurteilter Krimineller, der genau heute hingerichtet worden wäre. Weder von seiner Festnahme noch von seiner Verurteilung haben die Medien oder das Internet Wind bekommen. Selbst du hattest keine Möglichkeit, seine Existenz zu kennen, wie es scheint. Also, komm her und töte mich. Bastard. Er treibt tatsächlich den Preis in die Höhe. Das nenne ich mal Kröten zum Schlucken. Offensichtlich bist du nicht in der Lage, mich zu töten. Es gibt also Menschen, die du nicht umbringen kannst. Ich habe die ganze Zeit versucht, es ihnen zu sagen, Chef. Taylor saß im Todestrakt. Ich kann nicht glauben, was ich gerade gesehen habe. Als wir haben, dass diese Sendung weltweit ausgestrahlt werden würde, haben wir in Wirklichkeit nur in der Region in und um Tokio gesendet. Wenn das mal nicht ziemlich genial war. Du befindest dich in oder um Tokio, Kira. Und obwohl der Polizei dies bisher entgangen zu sein scheint, dein erstes Opfer war der Geiselnehmer in der Shinjuku-Grundschule. Moment mal, was? Das war unser Fall. Der tote Schütze. Natürlich. Von diesem Fall wurde nur innerhalb Japans berichtet. Sonst nirgendwo. Das war die einzige Information, die ich benötigte. Ich weiß jetzt, dass du dich in Japan aufhältst, Kira. Und... dieses Opfer war nichts als ein Versuchstier, um deine Fähigkeiten zu testen. Nein! Beruhige dich, Junge. Das war ein faires Duell auf Augenhöhe. Ich habe nicht erwartet, dass dieser Plan derart perfekt ablaufen würde. Aber hiernach wage ich zu behaupten, dass ich schon bald kommen werde, um dich zu holen. Was mich interessieren würde, Kira, wie bekommst du das hin mit den Tötungen? Aber das kann ich theoretisch auch noch herausfinden, nachdem ich dich gefangen habe. Kira, ich werde dich finden, und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Auf Wiedersehen, Kira. Mikrofon auf dem Boden.
Rock'n'Roll. Schnauze! Der hat dich an der Nase herumgeführt. Ich sagte, halt die Klappe. Chef, warten Sie. Keine Zeit zum Trödeln, Matsuda. Meine Frau bringt mich um, wenn ich schon wieder zu spät zum Abendessen komme. Ich muss die U-Bahn erwischen. Sie sagten doch, dass Sie übereingehende Telefonate auf dem Laufenden gehalten werden wollten. Ja, und? Wir haben seit der Ausstrahlung über 3500 Anrufe erhalten. Die meisten wollen wissen, ob das ein Aprilscherz war und ob dieser L wirklich existiert. Lass die Leute ruhig im Unklaren. Nur der Killer muss wissen, dass es echt war. Ja, was das betrifft. 21 Anrufe haben behauptet, Kira zu sein. Ach, nur die üblichen Verrückten nehme ich an. Das ist mein Zug. Wir werden sie in jedem Fall überprüfen. Dieser Typ wird sich niemals selbst stellen. Die Sache hat vielleicht auch etwas Gutes. Was meinen Sie? Nun, ich weiß nicht. Die Verbrechensrate ist dramatisch zurückgegangen. Ich will nicht sagen, dass dieser Kira kein Verbrecher ist, aber... Wo Schatten fällt, muss auch Licht sein. Muss ich Ihnen wirklich erklären, dass... Nein, Chef, nein. Das ist mein Zug. Nein. Nicht schon wieder Curry. Du liebst Curry, Sayo. Du hast immer... Als ich sechs war, Mama. Es macht dick. Ach, sei nicht albern, Schatz. Alles macht dick, wenn du zu viel davon isst. Danke, Leid. Wenigstens einer in dieser Familie lässt seinen Verstand walten. Das hast du von deinem Vater. Ich bin zu Hause. Wenn man vom Teufel spricht. Dad hat es doch noch geschafft. Wir haben schon angefangen, Liebling. Ist es zu viel verlangt, vorher kurz durchzurufen? Tut mir leid, Sachiko. Im Zug ist kein Empfang. Oh, Curry. Du siehst müde aus, Vater. Die letzten Wochen waren recht anstrengend. Zuerst mit der Grundschule, dann schon wieder ein Kira-Fall. Es fühlt sich an wie auf einer Fuchsjagd. Was ich meine, dieser Kerl ist ein Geist. Lieblinge, ich weiß nicht, ob das Thema viel taugt als Tischgespräch. Mich würde die Perspektive unserer beiden Teenager hier durchaus interessieren. Was hat ein Teenager damit zu tun? Wir denken, dass Kira ein Teenager sein könnte. Ist langsamer laut. Dein Essen rennt schon nicht weg. Warum denkt ihr das? Nun, die Auswahl der Opfer zeugt von einer gewissen Schlichtheit. Außerdem, also wir wissen immer noch nicht, wie er es anstellt, aber die Todeszeiten, die liegen allesamt in der unterrichtsfreien Zeit. Was soll das heißen? Er meint, dass der Killer nur in den Pausen tötet. Ah, clever. Ich bin fertig. Aber es gibt noch Zimtbrötchen als Nachtisch. Ernsthaft? Dein Vater leitet die Ermittlung? Ich dachte, das wusstest du. Wisst ihr Dämonen nicht alles? Ich bin ein Todesgott, kein Gottgott. Warum hast du das nicht schon früher erwähnt? Du hast gesagt, du beobachtest nur. Guck einfach ein bisschen besser hin, das ist kein Geheimnis. Mein Vater ist zu Ichiro Yagami. Der Oberinspektor. Deswegen bist du der Polizei immer einen Schritt voraus. Ja, bisher. Aber hast du gehört, was er gesagt hat? Die Leute wissen, dass es jemand aus dem Großraum Tokio ist. Und sie vermuten, dass er Schüler ist. Wow, Leute. Sie werden dich schnappen. Werden sie nicht. Sie werden dich schnappen. Ich muss meine Ansprüche an das Death Note höher ansetzen. Und zwar? Nun, ich kann mir den Todeszeitpunkt doch aussuchen, oder nicht? Hier spricht L. Wer ist noch mit Ihnen im Raum? Hier ist Yagami, Interpol. Ich bin allein. Haben Sie etwas für mich? Ich weiß nicht, es sieht nicht gut aus. Weitere Tode bedeuten mehr Daten. Daten fangen Verbrecher. 23 Todesfälle in den letzten 24 Stunden. Exakt einen pro Stunde. Ah, interessant. Als ob dieser Kira mit uns spielt. Ach, das tut er tatsächlich. Er zerstört unser Muster, L. Er macht die ganze Theorie kaputt. Ja, und zwar absichtlich. Bitte was? Der Kriminelle hat seinen Modus operandi geändert. Sein neues Muster unterscheidet sich vom alten dermaßen, dass ich annehme, dass meine vorherige Theorie richtig war und wir ihm irgendwie Angst gemacht haben. Aber er, wenn er weiß, dass wir an ihm dran sind und er seine Taktik einfach so ändern kann, werden wir ihn nie kriegen.
Ganz im Gegenteil, Oberinspektor Yagami. Ich würde sagen, dass sich die Zahl der Verdächtigen gerade drastisch reduziert hat. Das verstehe ich nicht. Ich habe geglaubt, dass eine Verbindung bestand zwischen Kira und bestimmten Uhrzeiten, Oberinspektor Yagami. Ich habe diesen Verdacht aber erst vorgestern ausgesprochen. Kira hat auf diese Information reagiert. Er hat also das Interpol-Treffen abgehört? Entweder das oder unsere Telefonate, die Internetkorrespondenz. Oder seine Verbindung ist möglicherweise noch unmittelbarer. Sie denken, er ist einer von uns? Kira ist direkt mit einem von uns verbunden. Von jetzt an, so fürchte ich, sind die Hauptverdächtigen die Ermittler in diesem Fall. Und ihre Freunde und Familien. Also das können Sie nicht ernst meinen. So, Kaffee Latte mit Sojamilch und Karamell, bitte sehr. Vielen Dank. Sicher, dass Sie nichts wollen, Herr Wattari? Nein, danke, Frau Vorsitzende. Kaffee spielt Boogie mit meinem Herzen. Wie Sie meinen. Hören Sie, ich möchte nicht unhöflich wirken. Ich verstehe das. Sie sind eine vielbeschäftigte Frau. Aber ich überbringe eine Mitteilung von L. Er hat meine Nummer im Kurzwahlspeicher. Kann er nicht einfach... Werte Frau Vorsitzende, dieser Kommunikationsweg ist nicht mehr sicher. Das kommt von L? Bei Interpol gibt es einen Maulwurf. Wir wissen nicht, wie hoch es hinaufgeht. Deswegen fangen Sie gleich ganz oben an. Nicht schlecht, Herr Wattari. L glaubt, dass der Killer in unmittelbarer Nähe ist. Wie nah? Freunde und Familien der Ermittler. Was für... Himmel, Sie machen Scherze. Wir kommen in den Ermittlungen nicht weiter. Nicht ohne... Nicht ohne, dass die Ermittler davon erfahren. Wer wacht über die Wächter, nicht wahr? Genau deshalb bin ich hier. Ich... Die Vereinigten Staaten haben die meisten Opfer zu beklagen. 327 bestätigte Todesfälle. Stand heute Morgen. Ich kenne den Bericht. Die USA haben demnach am meisten zu verlieren. Was soll ich Els Meinung nach tun? Wir brauchen eine externe Ermittlungseinheit. Sie meinen die CIA? Nein, nicht die CIA. Möglich, dass Sie das Leck sind. Wer dann? FBI. Das ist nicht Ihr Ernst. Ell hält das für die beste Lösung. Dann sollte sich Ell mal mit einem Juristen unterhalten. Das FBI ist ein Inlandsgeheimdienst. Es darf nicht in Japan aktiv werden. Natürlich nicht. Deswegen muss alles absolut inoffiziell geschehen. Ich soll eine verdeckte Operation autorisieren? Auf dem Territorium eines verbündeten Landes? Das würde Spionage gleichkommen. Schwierige Zeiten verlangen nach entsprechenden Maßnahmen, Frau Vorsitzende. Sie wollten mich sprechen, Oberinspektor Yagami. Ja. Was zur Hölle ist das hier? Ich denke, dass meine Position klar ist. Sie und drei weitere Detectives. Aber Sie sind der Redelsführer, habe ich recht? Wir sind alle zu demselben Ergebnis gekommen, Chef. Den Dienst zu quittieren? Im Angesicht des größten Falls, den unsere Einheit jemals zu bewältigen hatte. Wir würden uns über eine Wiedereinstellung durchaus freuen, Chef. Nur nicht für diese Ermittlung. Warum? Wir brauchen jeden Mann. Ganz so einfach ist es nicht, Chef. Sie haben einen Eid geschworen, das Gesetz zu verteidigen. Ja, Sir. Und? Sie haben uns trainiert, Sir. Sie haben uns beigebracht, immer drei Schritte vorauszudenken. Ich meine, wir sind keine Genies wie Elle, aber Ihr Training hat doch seine Wirkung gezeigt. Was soll das heißen? Wir wissen nicht, wie Kira tut, was er tut. Aber wir wissen, dass es nicht mit rechten Dingen zugeht. Sie haben Angst, er könnte die Ermittler ins Visier nehmen. Er wollte Ell töten. Sein Vertreter wurde getötet. Ich war dabei, Yui. Richtig. Aber hören Sie, Ell hat noch nie seinen wahren Namen verraten oder sein Gesicht gezeigt. Wir kennen nicht mal seine echte Stimme. Das Büro hat die Metadaten angezapft, auf der Suche nach weiteren Mustern. Was haben Sie gefunden? Bisher wurde von allen Opfern Name und Gesicht in den japanischen Medien gezeigt. Ah, interessant. Nein, beängstigend. Wir verstecken unsere Gesichter nicht, so wie es L tut. Wir sind die ganze Zeit da draußen. Kira könnte uns jederzeit erwischen. Das ist tatsächlich ein Risiko. Und zwar eines, das ich mir nicht leisten kann, Chef. Ich habe Familie. Verdammt, Yui. Das trifft auf uns alle zu. Was gibt es, Wattari? Es wird alles in die Wege geleitet. Das FBI wird in 4 Tagen ins Land geschleust. Gut. Virilio verliert keine Zeit.
Hast du die Akten erhalten? Ja, aber ich hatte noch nicht die Zeit. Freunde und Familien der 141 Ermittler im Kira-Fall. Warum zur Hölle wissen Sie schon Bescheid? Du würdest dich wundern, wenn du wüsstest, was die Menschen über die sozialen Medien preisgeben. Ich meine, es gibt Tausende dort draußen, aber wir können die meisten ganz gut rausfiltern. Wenn man es auf das Alter von Schülern und Studenten beschränkt, also ca. 16 bis 25, dann den Großraum von Tokio isoliert, bleiben gerade 3 übrig. Tatsächlich, Sir. Und einer davon ist der Typ, den wir suchen. Light, hörst du mal kurz? Ich hab dir gesagt, ich möchte außerhalb meines Zimmers nicht angesprochen werden. Die Menschen können dich nicht sehen, aber mich hören. Steck dir Kopfhörer in die Ohren. Tu so, als würdest du telefonieren. Die ganze Stadt ist voller Menschen, die aussehen, als würden sie selbst Gespräche führen. In Ordnung. Was gibt es so Wichtiges, dass es nicht warten kann? Ich habe nichts gegen dich, Light. Soweit es mich betrifft, gibt es keinen Besseren, der das Buch hätte finden können. Ich muss in der Nähe bleiben, so lange, bis das Buch voll ist oder du stirbst. Was auch immer zuerst eintritt. Ich möchte nur, dass du weißt, dass ich in dieser Sache vollkommen neutral bleiben werde. Ich verstehe. Ich bin weder auf deiner Seite, noch auf der Seite der Cops. Ich habe gesagt, ich habe verstanden. Ich urteile demnach auch nicht. Ich unterstütze deine Aktionen nicht und ich stelle mich auch nicht gegen dich. Vielleicht frage ich hin und wieder mal, damit du sie mir erklärst. Okay. Es gibt dennoch etwas, das mir aufgefallen ist und das mir Sorgen bereitet die letzten Tage. Und ich denke, du solltest es vielleicht wissen. Jemand verfolgt dich. Nicht anhalten, geh weiter. Sieh dich nicht um. Ich sage dir Bescheid, wenn es sicher ist. Geh einfach weiter. Dort, zur Post. Sieh in das Schaufenster. Ja, genau so. Ich bin einfach nur ein Schüler, der auf Umschläge und Briefmarken starrt. Und jetzt, im Augenwinkel, achte auf die Spiegelung. Hinter der Ampel da. Und bumm. Der Typ mit dem Hut? 2 Tage. In irdischer Lebenszeit gerechnet. Er hängt dir an den Fersen wie ein Hund. Steigt in jeden Bus mit ein. Folgt dir nach Hause. Verfolgt dich bis zum Schultor. Wer ist das? Geh besser weiter. Nicht auffällig. Warum sollte mir jemand folgen? Nun ja. Du bist ein Massenmörder. Aber wie haben die mich finden können? Wir wissen nicht, dass sie dich gefunden haben. Wir wissen nur, dass sie dir auf den Fersen sind. Sie dürfen mich nicht schnappen. Noch nicht. Ich muss noch so viel erledigen. Also, was tun wir demnach, Partner? Diese Mission ist wichtig. Das ist keine Frage von richtig oder falsch. Wenn das die Polizei ist, dann... Wirst du die Hände heben und dich ergeben? Ich werde sie töten müssen. Alle. Das wollte ich meinen.